Kann das wirklich gut gehen? Stefan Mross wiederholt alte Fehler in seiner neuen Liebe. Neues Jahr, neues Mindset? Scheint so, als hätte Stefan Mross, 48, schon wieder vergessen, was er sich im letzten Jahr in Sachen Liebe vorgenommen hatte, klare Trennung von Arbeit und Privatleben. Aber 2024 hat gerade erst begonnen, und schon ist alles vergessen. Sein Geschwätz von gestern kümmert den Entertainer jetzt nicht mehr, stolz wird er von Freundin Eva Luginger, 36, als Stargast für ihre Schlagernacht im Juli angekündigt. Im letzten Jahr wurde Stefan auch eingeladen, sagte jedoch ab, um nicht den Eindruck zu erwecken, dass seine Eva die Beziehung als Karrieresprungbrett nutzt. Damals sagte er noch, Eva bleibt im Hintergrund. Das will sie auch. Sie wird hinter mir stehen, mich unterstützen und nicht im Vordergrund stehen. Jetzt scheint alles anders zu sein. Zum ersten Mal postet Eva ein Pärchenselfie und schreibt, es hat niemand auf der Welt das Recht zu urteilen, wen man liebt. Offensichtlich gefällt es ihr doch ganz gut im Rampenlicht. Es wird sogar gemunkelt, dass sie ab Sommer eine feste Rubrik in Stefans Show immer wieder sonntags bekommen könnte, ganz so wie ihre Vorgängerin Anna-Karina Wojcik.